Ich möchte exemplarisch mal aufzeigen, welche Aufgabe eigentlich regionale Arbeitgeberverbände in Zukunft haben können. Und ich möchte es anhand eines Themas machen, was Sie kennen, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Und ich war in den vergangenen Wochen und Monaten in vielen Mitgliedsunternehmen unterwegs. Bei Metall, beim Großhandelsdienstleistungsverband und natürlich beim AGV. Und unabhängig von den Branchen, eint diese Mitgliedsunternehmen eine Herausforderung. Und das ist der Arbeitskräftemangel. Und ich habe mich dazu entschieden, dieses Thema hier bei der Mitgliederversammlung zu adressieren, gerade weil es kein neues Thema ist. Denn der Arbeitskräftemangel der Gegenwart, er ist ja eigentlich schon lange vorgezeichnet. Denn es ist seit langem klar, dass die aus dem Arbeitsmarkt scheidenden Babyboomer zu einer sinkenden Beschäftigungsquote führen werden. Es ist also seit langem klar, dass wir gewissermaßen aus einer Zeit der demografischen Renditen in eine Zeit der demografischen Investitionen kommen werden müssen. Und obwohl uns das so klar ist, zeigen sich vielerorts viele immer noch überrascht, wie schwer es eigentlich im Geschäftsalltag geworden ist, dann eine offene Stelle tatsächlich zu besetzen. Und ich habe mich dazu entschieden, bei dieser Mitgliederversammlung exemplarisch dieses Thema stark zu machen, weil es zeigt, dass diese Entwicklung erst am Anfang steht. Weil es zeigt, dass diese Entwicklung so groß ist, dass sie von einem Mitgliedsunternehmen nicht alleine bewerkstelligt werden kann. Und für Entwicklungen, die erst am Anfang stehen und die so groß sind, dass sie von einem Unternehmen nicht alleine bewältigt werden können, dann ist es ein Business Case für den AGV der Region Braunschweig. Und deshalb will ich aufzeigen, entlang dieser Herausforderung, was wir als AGV eigentlich tun können, wenn es beim Kampf um die klügsten Köpfe erst so richtig ins Eingemachte geht. Es gibt aber ein neues Moment, nämlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages verabschiedet wurde. Das schafft nämlich eine neue Form von regionaler Konkurrenz. Das heißt, die Regionen, die in den kommenden Monaten und Jahren stärker darin sind, Fachkräfte-Pipelines zu entwickeln, die werden den Vorteil haben und diejenigen, die das nicht schaffen, werden das Nachsehen haben. Und deshalb muss es mit unseren Sparringspartnerinnen und Sparringspartnern das Ziel sein, eine echte Fachkräftepipeline in die Region Braunschweig-Wolfsburg zu bauen, die dann idealiter so aufgebaut ist, dass man in bestimmten Herkunftsstaaten einen Rekruter hat, der dann auch dafür sorgt, dass man strukturierte Sprachangebote mit den dortigen Goethe-Instituten organisiert, die dann dafür sorgen, dass man am Ende auch einen schnellen Visa-Antrag hat, mit einer Chancenkarte, die das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorsieht und die am Ende in die Region Braunschweig-Wolfsburg führt. Und den konkreten Mehrwert, ist nämlich keine Laberei, sondern am Ende kann man das wirklich auch aus der Region Braunschweig-Wolfsburg vom AGV aus organisieren. Am Ende sind es noch zwei Baustellen, die wir als erstes angehen müssen. Erstens brauchen wir endlich keine einzelnen Ausländerbehörden mehr in den 8 Gebietskörperschaften dieser Region, die einfach mit den 150, 160 Herkunftsländern vollkommen überfordert sind, sondern wir brauchen ein Nadelöhr, was spezialisiert dafür sorgt, dass hier Aufenthaltsgenehmigungen möglichst schnell und strukturiert erteilt werden. Und wir brauchen im nächsten Schritt auch eine Form von Community Management, denn es kommen keine Arbeiter, es kommen Menschen, die sich hier nicht nur gebraucht, sondern die sich hier auch willkommen fühlen müssen. Und deshalb ist es angezeigt, die brauchen dann am Ende eine Wohnung. Die brauchen dann am Ende oder haben auch eine Familie, die sie mitbringen. Und dafür brauchen wir Angebote, um eben beim Kampf um die klügsten Köpfe nicht das Nachsehen zu haben. Und dafür braucht es auch ein Update unserer eigenen Instrumente. Ein letzter Gedanke, der mir wichtig ist. Ich war, das habe ich ganz am Anfang dieser Präsentation gesagt, bei vielen Mitgliedsunternehmen unterwegs. Bei einem der Mitgliedsunternehmen habe ich mir im Nachgang ein Scharnier besorgt. Ich werde vielleicht später im Mono noch berichten, bei welchem Mitgliedsunternehmen das dann tatsächlich der Fall. Und ich sehe den AGV gewissermaßen als Scharnier. Als Scharnier zwischen den Mitgliedsunternehmen, um die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenzubringen. Ich sehe den AGV aber auch als Scharnier zwischen den Mitgliedsunternehmen auf der einen Seite und Politik und Verwaltung auf der anderen Seite, um die falschen Hürden zur richtigen Zeit für sie abzubauen.
Ich sehe den AGFN aber auch als Scharnier in unserer Wirtschaftsregion, um die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, gemeinschaftlich zu lösen. Und ich sehe den AGV also als verbindendes Gelenk zur Herstellung einer beweglichen Verbindung. Denn wenn sich unsere Art zu wirtschaften und wenn sich unsere Art zu arbeiten ändert, kann auch ein regionaler Arbeitgeberverband wie der AGV nicht stillstehen. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir gemeinsam dafür arbeiten, dass Wachstum kein Begriff aus den Geschichtsbüchern bleibt, sondern dass die Unternehmen und die Menschen in unserer Region auch weiterhin über sich hinauswachsen können und dass mir das möglicherweise trotz oder wegen des schweren Erbes gelingt. Da bin ich zuversichtlich, weil ich auf ein Team zurückgreifen kann, was mich wertschätzend seit April in der Geschäftsstelle empfangen hat und auf Vorgänger, mit denen ich wirklich in einem schönen Dialog stehe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auf natürlich den Abend im Mono. Vielen Dank.